Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar ein langersehntes Video, was ihr euch gewünscht habt und was ich euch auch sozusagen versprochen habe, was ich bringen werde. Und zwar wird sich um meinen Trainingsplan handeln. Auf jeden Fall werde ich euch heute sozusagen durch mein Training mitnehmen, euch erklären, welche Übungen ich mache, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen und so weiter. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Viele haben sich das gewünscht und ich will euch das bringen, weil es sicher ein informatives Video ist und euch vielleicht auch helfen kann mit eurem Training, um bessere Fortschritte zu machen oder mit einfach nur die Form ein bisschen warm machen, Schultern kreisen. Ihr wisst, Aufwärmen ist wichtig, sozusagen, das ist wichtig. Also ich persönlich finde es viel angenehmer aufgewärmt. Ich bewege mich immer wieder, Leute, dass ich aufwärme und ich frage mich, wie geht das, weil keine Ahnung, ja, einfach viel angenehmer, wenn man sozusagen mit Schultern warm ist und so weiter. Das heißt, erstmal nur die Form warm machen. Okay, Freunde, aufgewärmt sind wir. Das war aber noch nicht das ganze Aufwärmen, weil sozusagen bei jeder Übung am Anfang, sprich, weil ich trainiere ganz Oberkörper, drei Brustübungen, drei Rückenübungen, dann kommen Schultern, dann Arme. Also sozusagen in der ersten Rücken- und in der ersten Brustübung mache ich noch bei der Übung zwei Aufwärmsätze. Sprich, wir haben da jetzt Latzen mit einem breiten Griff und jetzt gehe ich da mal noch auf 25 bis 30 Kilo. Einfach ein, zwei Aufwärmsätze, dass die Bewegung auch schön drinnen ist, dass wir wirklich komplett warm sind. Und dann gehen wir ran an die ersten fünf Arbeitssätze am Latzen. So, ich würde sagen, erste Rückenübung, Berge geschafft. Nochmal kurz, ich glaube, ich habe es eh schon gesagt, aber 5 Sätze circa. Also je im Wiederholungsradius 8 bis 20, würde ich mal sagen. Und ja, das hat sich, glaube ich, jeder schon gesagt. Auf jeden Fall sind wir dann bei der nächsten Brustmaschine. Ich mache das immer abwechselnd: eine Rückenübung, dann wieder eine Brustübung, drei Übungen, nur Brustübung. Und das sind jetzt bei der Test-Leihmaschine oder irgendwie so heißt die. Ich würde sagen, da machen wir jetzt auch nochmal einen Aufwärmsatz, weil das die erste Brustübung ist eben. Und da gehen wir dann die Fußarbeitssätze rein. Erster Aufwärmsatz haben wir erledigt, beziehungsweise Aufwärmsatz haben wir erledigt und jetzt ran an die nächsten 5 Arbeitssätze. Da wiederum genau eigentlich dasselbe Prinzip. Die ersten 2 Sätze, sowas circa, bleibe ich auf einem Gewicht, wo ich so um die 15 Wiederholungen schaffe, beziehungsweise auch höchstens 20. Und dann steigere ich mich pro Satz mit dem Gewicht, dass ich dann schlussendlich eigentlich nur mehr so die letzten 2 bis 3 Sätze 8 bis 12 Wiederholungen ausgehen und das war's auch eigentlich schon. Ich würde sagen, wir starten jetzt. From the south side we warriors, my bloodline vainglorious, my storyline victorious, ain't just me, it's more of us and we out here, we all in, no doubt here, chase money bags, no clout here, go dead in, no route here, from the south side we warriors, my bloodline vainglorious, my storyline victorious, ain't just me, it's more of us and we out here. We all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no route here. Yeah. So Leute, die erste Brustübung wäre erledigt. Jetzt kommen wir zur zweiten Rückenübung. Wie schon gesagt, ich wechsle das immer ab. Und
zwar sind wir jetzt mehr rudern, die Übung ist einfach so geil und ich fahre die wirklich. Mache ich in jedem Training. Und ja, eigentlich wieder dasselbe Prinzip, weil das ist bei mir eigentlich bei jeder Übung dasselbe Prinzip. Ich mache 4 bis 5 Sätze im Wiederholungsradius wieder von 8 bis 12. Kennst du es, Leute? Ich würde sagen, wir legen. Und was ich auch noch sagen wollte, jetzt gibt es für mich keinen Aufwandsatz mehr, weil ich habe schon eine Rückübung gemacht und eine Brustübung. Und sprich, jetzt sollte das Ganze auch schon gut warm sein. Das heißt, wir starten jetzt gleich mit den Arbeitssätzen. Can these white folks tell me my skin black, my heart purple, that's royalty, a part of our circle. From the south side, we warriors, my bloodline vainglorious, my storyline victorious, ain't just me, it's more of us, and we out here, we all in, no doubt here, chase money bags, no clout here, go dead in, no route here. From the south side, we warriors, my bloodline vainglorious, my storyline victorious, ain't just me, it's more of us, and we out here, we all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no route here. Yeah. So, wir kommen jetzt zum zweiten Buschen. Und was sind wir jetzt bei der, ich nenne sie mal Chest Press Maschine, ich glaube, so heißt sie, ja. Und wir starten jetzt mit den 60 Kilo. Ich weiß nicht, ob ich heute auf den 90 gehen werden kann, weil ich noch ein bisschen vorgeschwächt bin von den letzten Trainings. Aber auf jeden Fall ballern wir jetzt zur Übung. Und bevor ich damit beginne, Leute, wieder 5 Sätze. 5 Sätze und circa. In der Übung schaue ich eigentlich, dass ich auf 8 Wiederholungen gehe und nicht mehr. Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not selling out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching out from the west side of that old town. But there's no show, so I go down to the open mic. Show love to the real ones that know now. Some of y'all don't know now. In a couple months, you gon' find out. Been blowing up from the underground, and they stepping on a landmine now. And he knows my time now. Coming up, I'm on a climb now. Everybody claim they been bottom, but it's looking like they took a time. So Leute, wir sind jetzt angekommen bei der letzten Rückenübung. Und zwar braucht ihr dazu nur ein normales Rack bzw. Klimmzug-Griff, weil es geht dran eine Basic-Übung, und zwar Klimmzüge. Machen wir auch wieder 5 Sätze. Diesmal keine sozusagen Wiederholungsvorschrift, sondern einfach wirklich nur so viele Wiederholungen wie gehen pro Satz. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich brauche nicht mehr zu erklären. Klimmzüge erklären sich recht gut von selbst. Wir starten. Been hating while the rest love it, man. I started going down their intellect, cause I've been a threat since day one. No money or bank funds, since y'all been saying you can do it better, but none of y'all ever made one. That realness don't feel this, but I've been sick, that illness. I've been fresh like Will Smith since 94, man. I built this, stressed out, X'd out. Missed calls from my ex now, but I'm staying focused in the lab, baby. I don't need your calls or your texts now. God say the boy blessed now. Who am I to say Rondo? And the way that I sell ticks, they've been calling me Rondo. 23 in my condo, finna ball. So, das ist jetzt die letzte Brustübung. Dann haben wir Rücken und Brust fertig. Rücken ist schon fertig. Sprich, wie gesagt, letzte Brustübung. Wir sind jetzt an der Schrägbandrückmaschine. Das ist richtig geil, ich sag's euch. Kann ich euch nur empfehlen, geht extrem rein. Und da werden jetzt auch 5 Sätze gemacht. Zu je 8 bis 12 Wiederholungen wieder. Ja, ich kann wieder mal nichts zu sagen, Leute. Ich bin ballern. All I hear, go get the money. So I go get it. Get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money. So I go get it. Get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let him. So Schulterbrach, nicht Schulterbrust. Rückenbrust, Energetic, Leute. Was ich sagen wollte, jetzt kommen wir zu den Schultern. Und zwar machen wir da jetzt seitdem 4 Sätze. 4 Sätze Schulter hinten auf der Maschine und Reverse Fahrt auf der hinteren Schulter. Und das ist auch schon ein Brust. Ah nein, Schulter-Workout, Leute, ihr merkt, ich glaube, der Atem wird wahrscheinlich schon sich sehr anstrengend. Auf jeden Fall werden jetzt auf die Schultern reingehauen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Part des Trainings, und zwar den Armen. Das heißt, Schultern werden jetzt gut aufgeholt. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, 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 I'ma let him.
hit the nail on the head. Yeah. All I hear, go get the money. So I go get it. Get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah. I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, I'ma let him. Women with sharks in the tank. Aquaman, wait, how I think. How many can step on the stage and say they taking their art to the bank? You pulling rank. Boy, I'm sharp as a shank. Making you step to the plank. The captain, come get me if you can. I'ma get you if you can't. This ain't a prank. I have you waving the flag. Cause say I'm all in my bag. Getting my bags. Never see me getting back. By the police sitting in the back. Only if it's with a drag. I tell these shorties relax. It's the return of the Mac. You the return of the slack. I let it burn with the facts. Opposites, they do a track. I don't go mess with the ops. I just be calling the shots. Like I was holding the chop. Then I go hit up the block. Cop me a cheese and chop. Probably go get me some top. Release for aftershock. Then I return to the plot. Checking the gold at the pot. Gotta get it while it's hot. That's what the love of money does. So, Schultern fertig, Leute. Ich bin einfach schon, muss ich sagen, wirklich K.O. Das muss ich wirklich sagen, das ist ein negativer Punkt an meinem Training sozusagen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer zu zweit trainiere, zu konzentriert. Und wirklich selten alleine, die Trainings ziehen sich sehr in die Länge, also ich brauche meistens 3 Stunden oder so. Unter 2,5 Stunden komme ich nie aus dem Gym. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt sozusagen zum letzten Part des Trainings, und zwar die Arme. Also wir sind jetzt an der... geht jetzt nicht in meine Synchro, belichtet mein Gesicht. Sprich, das ist die erste Bizepsübung. Da machen wir 3 Sätze, ungefähr 12 bis 15 Wiederholungen wieder. Sagen wir mal mindestens 8, wenn ich schwerer trainiere. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich so eine fixe Wiederholungsanzahl, die ich immer mache, sondern es bewegt sich halt schon in diesem Wiederholungsbereich, kann man sagen. Okay? Nur, dass ihr das mal wisst und sagen, das Wichtige ist einfach nur, dass ihr den Muskel spürt, dass ihr ordentlich ans Versagen rangeht. Und halt einfach müsst ihr für euch selber rausfinden, wie viele Wiederholungen da für euch gut sind, sozusagen, dass ihr eure Fortschritte macht. Wie gesagt, ich mache jetzt da 3 Sätze auf dieser Maschine und dann 3 Sätze Hammer Curls. Das ist auch schon das Bizeps Workout sozusagen, was ich immer mache. Ich würde sagen, wir legen los. I'm getting it. Como Loma, luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my. On my. Yes, I'm on my. I'm on my. On my. Yes, I'm on my. I am so. I'm so. Yes, I am so. I'm on my. 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 So, 5 Sätze Bizeps durch. Wir sind fertig mit dem Training. Aber jetzt. Warte. Ihr wisst, was jetzt dran ist. 10 Minuten aufs Laufband, ist eh nicht lange, da stehen wir auch noch durch. Dann war es auch mit dem Training, ich werde mich dann nochmal nach dem Laufband melden. Aber vorerst wollte ich schon mal sagen, ich hoffe, das Video gefällt euch, bzw. hat euch gefallen. Und ja, ich melde mich dann nach dem Laufband nochmal
Peace. So, Freunde, ich bin jetzt fertig mit dem Training. Ich glaube, wir haben genau gesagt, wie lange ist es jetzt? 19:30 für Sie und 16. Wir sind um 15, ja, 3,5 Stunden, ja. Habe jetzt hier meinen Vorschlag und zwar einen Rockilicious Riegel. Richtig geil im Geschmack. Baked Cookie, werden wir unten in der Videobeschreibung verlinken. Geiler Vorschlag und Snack auf jeden Fall. Der wird sich jetzt auf jeden Fall einfach mal gönnen. Ich habe so Hunger, habe noch wenig gegessen. Und Fazit zum Training, beziehungsweise zum Video. Ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, aber erstmal wunderschön. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen einen sehr guten Einblick in mein Training bringen können, damit ihr jetzt auch was sozusagen nachmachen könnt. Diese Übungen, die ich mache, in euer Training einbauen könnt. Ich hoffe auch, dass euch geholfen hat, dass ich euch gesagt habe, dass Sätze ich mache, Wiederholungen dazu, weil das interessiert wirklich sehr viele. Hätte ich nicht gedacht, aber es hat euch interessiert und denke, warum nicht? Erzähle ich euch gerne. Ich will ja, dass ihr auch Fortschritte macht, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mir gerne ein Like da, kommentiert gerne, was ihr sehen wollt oder was ihr uns sozusagen verbessern hättet für das Video oder einfach was eurem Herzen liegt sozusagen. Großen und Ganzen hoffe ich, dass das Video nice war für euch. Ich würde mich, wie gesagt, über ein Like freuen, über ein Comment und abonniert mich gerne, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, euer Herz ist mit euch gesetzt. Ich werde so kaum einfach mit dem Training. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Peace out.